Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu Varro 5. Und zwar habt ihr schon ja gesehen, Varro 5 findet dieses Jahr nicht statt. Aber wer sagt denn, dass das Ganze bei mir nicht stattfindet? Und deswegen mache ich einfach ganz gepflegt heute eine Runde Varro und nenne das Ganze einfach Varro 5, weil das ist natürlich Varro 5. Das wissen wir alle. Und dann gönne ich mir einfach mal die Kisten. Ich habe auch direkt eine Waffe, okay, das ist sehr gut. Denn bis man hier eine Waffe bekommt, teilweise gibt es nämlich gar kein Holz. In der letzten Runde hatte ich nämlich gar kein Holz bekommen. Das war ein bisschen cringy. Und mein Teampartner ist wo? Team, welches Team bin ich? STHO. Ja, der ist nicht sichtbar gerade. Egal, ich suche einfach mal jemanden und bringe den um. Ich hoffe mal, das ist dann nicht mein Teampartner. Nope. So, auf jeden Fall machen wir heute Varro 5. Und das hier ist das, ist mein Teampartner. Guten Tag, ich habe eine Waffe. Finden Sie das traurig? Also ich fände das traurig, wenn jetzt der andere eine Waffe hätte. Auf jeden Fall machen wir heute sozusagen Varro 5. Ich habe das Ganze ja schon mal gemacht, als ich circa um die 14 war, also vor anderthalb Jahren oder so. Das Ganze war relativ lustig. Ich habe ein bisschen verkackt halt, ne? Beziehungsweise ich war halt einfach echt klein. Und deswegen war das Ganze ein bisschen, ja, cringy, weil ich halt einfach echt klein war und da haben sich einfach, oh, mein Partner ist tot, ja, wow, da haben sich halt einfach alle so gedacht, ja, das ist ein bisschen cringy und das ist im Nachhinein, wenn ich mir das Video so anschaue, dann habt ihr auch vielleicht recht, aber auch nur vielleicht. Hallo, oh, das ist ein Schwert. Warum haben sie ein Schwert? Das brauche ich, das wollte ich mir eh gerade craften, also warum hole ich es mir nicht einfach von dir? So, bleib doch bitte einfach einmal stehen. Du hast auch ein Schwert. Gut, dann hole ich mir dich einfach. So, danke für das Schwert, by the way. Jetzt kann ich wirklich anfangen zu kämpfen und mir die Rüstung von den Leuten da holen. Mein Teampartner ist eh schon tot. Also kann ich auch alles riskieren. So, komm mal bitte einfach her. Ich will dich nur kurz besuchen. Ich tue dir auch nichts. Und da läuft noch ein Item her, oder? Nope, nicht wirklich. Und ja, der Speed ist tatsächlich ein bisschen schneller, deswegen können wir auch direkt aufholen. So. Och man, Varro ist immer so eine schnelle Sache. Oh. Ich kann im Wasser B hoppen? Alles klar. Das sieht mir wirklich sehr gut aus. Hat der ein Steinschwert? Ja. Krass. So, hallo. Und du wolltest also wegrennen? Nee, nee, du kommst schon her. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Basic Equip und beziehungsweise relativ okay ist sogar. Ich kann mir einfach mal den Crafting Table irgendwo hinstellen. So, bitte hör auf, alles wegzuschmeißen, Infliner. Na gut, das kannst du eigentlich wegschmeißen. So, hier ist niemand. Nope. Dann crafte ich mir einfach mal eine Spitzhacke direkt und mache mir ein bisschen Equip tatsächlich. Wird auf jeden Fall lustig. So, einmal eine Spitzhacke. Und da hinten sind Spieler. Dann hole ich mir einfach den mal kurz. Oh, und der hat auch schon ein Schwert. So, kommen Sie her. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Da bist du direkt aus Varro ausgeschieden. Das ist doof gelaufen für dich, wirklich. Und ja, dann hole ich mir einfach mal Eisen direkt. Chillig. Beziehungsweise erstmal ein bisschen Holz. Ein bisschen Stein. Und dann mache ich mir direkt Eisensachen vielleicht. Und dann könnte ich Varro wirklich gewinnen. Was denkt ihr? Werde ich Varro gewinnen oder werde ich Varro nicht gewinnen? Ich denke einfach mal, ich werde Varro gewinnen, weil ich halt einfach für der Krasseste bin. Und deswegen verlasse ich das einfach direkt mal wieder. Oh, hier geht's tief runter. Könnte ich mich später mal umschauen tatsächlich. So, mein Crafting Table, der war da hinten. Gehe ich aber mal dahin und crafte mir ein bisschen Eisen-Equip, Junge. Cringe, cringe. So. Ein Crafting Table. Und da hinten sind Kisten im Boden. Ach so, da hat sich. Ach, dann kann ich die anderen damit orten mit den Kisten. Ja, chillig. Das habe ich natürlich gar nicht bedacht, dass es geht. So, dann mache ich mir direkt auch mal einen Ofen. Oh, ich habe da gerade Bones hingetan. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich mache einfach mal .config. Das kennen ja die meisten Leute auch noch nicht. Und zwar bei .config seht ihr nämlich die ganzen Configs. Es ist sozusagen das neue Config-System von Raven. Nicht sozusagen, sondern es ist das neue Config-System. Und finde ich ziemlich nice, denn davor war das Ganze ein bisschen nervig, würde ich mal sagen. Weil das halt alles so sehr unprofessionell gewirkt hat, weil das so im TGI Jan Gomme benannt war. Das war nicht so. Aber jetzt ist das Ganze definitiv besser. Und ich brate mir dann einfach mal mein Eisen direkt.
mit der Kohle, die ich hier gefarmt habe. So, Alter, das wird eine richtig Profi-Runde. Und sogar vielleicht mit Rüstung und so. Ja, aber kommen wird so. Bone Sticks sind da, ja. Und ein Eisenschwert, nice. Genau, was ich euch noch zeigen wollte, das hier ist halt, es gibt jetzt eine neue Konsole hier, zum Beispiel Bind könnt ihr dann machen, Feld, Execute, Cute, Common und so, dann müsst ihr halt, könnt ihr halt hier oben alles direkt binden. So, und ihr könnt auch hier unten direkt das Clickjoy ändern, also es gibt da viele Modes, wie ihr seht hier, ich finde ja persönlich das hier am hübschesten, weil das so schön einfach ist und zusammenpasst und ich mag das halt einfach. Und I Love Radio, funktioniert noch nicht ganz, glaube ich. So, ich habe jetzt auf jeden Fall 8 und das reicht mir schon mal. Das heißt, so viel wie ich kann eigentlich gleich losgehen und die anderen suchen. Denn ich habe dann eine Eisenbrustplatte und ein Eisenschwert und dadurch dann auch sehr hohe Chancen, Varo 5 tatsächlich zu gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Da werde ich bestimmt auch von German Let's Play ausgezeichnet. Das ist ja der Veranstalter von Varo. So, dieses Equip ist doch schon mal nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und ich habe auch leider keinen Kompass oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt gibt. Aber, ja, wahrscheinlich ja nicht. Aber da vorne ist auch schon ein Spieler. Oh mein Gott. Was hat er denn für Equip? Zeig mir mal dein Equip. Hast du Eisen-Equip? Ja, hat er. Gönnt er sich. Dann hole ich mir mal direkt den Spieler. Bestimmt irgendein fetter YouTuber, der mich dann schön pushen wird. So, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Oh, er hat ein Dia-Schwert. Als ob. Oh mein Gott, ich habe Varo gewonnen. Als ob, Leute, das ist ja super krass. Hätte ich jetzt ja nie gedacht. Als ob ich einfach gerade Varo gewonnen habe. Krass. Okay. Ich hoffe, ihr wisst, dass es ganz nur ein Joke ist. Ich wollte einfach mal eine Runde Rebo für euch spielen und das so ein bisschen wie Varo aussehen lassen, weil ich Bock drauf habe. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ein bisschen Varo imitieren und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.